So, jetzt befinde ich mich hinter der Autobahn und versuche den Bach wieder zu finden. Ach, glorreicher Wind hier. So, müsste eigentlich komisch. Nee, warte mal. Kann ja nicht sein. Moment mal. Nee, das war wirklich gerade dieser ausgetrocknete Bachlauf. Ja, dann ist das leider so. Dann entspringt der jetzt quasi hier vorne zwischen Autobahn A43 42, was ist das da? 2, da ist eine Ausfahrt und da ist ein großes Becken. Kann man das sehen? Hier ist nochmal der ausgetrocknete.
Da hinten. Da, wo die grünen Zäune drum sind. Da ist quasi jetzt dann der, vielleicht sammelt sich das da, das Wasser. Ich gucke mal hier. Ist auch noch so ein kleines bisschen. Ist natürlich doof, weil es gerade eine Autobahnausfahrt ist. Kann man schlecht erkennen, aber da fließt glaube ich auch nichts mehr. Nee. Das heißt, hat hier nicht genug Wasser. Dort kam wohl irgendwie einiges zusammen von den ganzen Regenfällen, was von der Autobahn dann da reinlief und gespeichert wurde und überläuft jetzt. Deswegen hatte der so gutes Wasser, also so viel. Das ist natürlich schade eigentlich. Ich wollte das letzte Stückchen jetzt gerne auch noch sehen und vielleicht sogar eine Quelle finden. Aber wie ihr seht, hier gar nichts. Also noch nicht mal irgendwie weich oder nass. Ja. So, das sieht mir irgendwie ein bisschen größer aus. Ja, hier ist sogar ein Weg hier oben. Immer lieber hier lang, weil falls da doch irgendwelche Spezialisten überlebt haben könnten. Es gibt ja auch Bachbewohner, die überleben, wenn ein Bach trocken fällt. Ich weiß jetzt nicht, ob das über Monate funktioniert, weil der liegt ja jetzt trocken seit, ja, seit letztem Jahr Sommer. Ne? Ach, guck mal, hier ist sogar so ein bisschen Feuchtigkeit noch. Wasser. Für Fische wird es nicht reichen, aber ei, die Netze war erwischt hier. Jedenfalls sollte ich nicht die trocken. Fließt sogar. Die Experten, die im Trocken überleben, platt kaputt treten. Ja, seht ihr das? Wasser kämpft sich so voran, aber durch die Trockenheit, der Boden ist zwar mittlerweile nicht mehr knochenhart, weil dann wird es ja auch durchfließen. Der fängt schon an jetzt wieder durch die Regenfälle, ist weicher geworden und kann ein bisschen Wasser aufnehmen. Aber das, was hier von hier kommt, versickert immer noch auf dem Weg zu der Stelle da vorhin, wo der hinter der Autobahn rauskommt. Oder aber auch zu dem komischen Regenrückhaltebecken da an der Autobahn, weil hier fließt das schon wieder ein bisschen was. Ja. Nicht viel, aber immerhin. Ja komm, das gucken wir uns noch an. Das musste ja mal passieren, irgendwann mal. Ja. So. Von wo kommt jetzt mehr?
Ach, jetzt geht der wieder unter der Autobahn her. Da hätte ich den Weg auch noch ein paar Meter weiter gehen können gerade. Hätte ich nämlich auch gesehen. Allerdings hätte ich ja nicht gesehen, wie das Wasser da nach und nach versucht sich vorzupumpen. So, ist das hier die Quelle? Oh, könnte sogar sein. Nee. Das ist ein zugemauerter, das sieht aus wie eine zugemauerte Ex-Köttelbecke. Aber ohne Gewehr. Man kann ihm ja auch vertun. Irgendwie glaube ich nicht, dass die so durch den Wald hier geflossen ist. Nimm alles zurück. Sogenannter Bombentrichter haben wir die genannt. Granateneinschlag vom Zweiten Weltkrieg. Na, guck mal, da hinten ist schon wieder so ein Gitter. Aha. Musste hier erstmal durch, ne, wenn er mal Wasser führt. Ja, hier sind auf jeden Fall die Quellen des Grulbachs. So fast hier im Einzugsgebiet des Resserbaches, ist nicht mehr weit. Und hier kommt auch noch so ein kleiner Graben. Ja. Dann sieht das wohl so aus hier. So Leute, macht's gut. Ciao.